Es sind nun nur noch wenige Tage bis zum Start des Live-Events in Fortnite. Es ist dementsprechend auch langsam soweit, sagen zu können, ja, die Season 2 endet und die Season 3 beginnt. Und in diesem wunderschönen Sinne beginne ich hier auch dieses Video ganz herzlich mit einem wunderschönen Moin. Und wie gesagt, herzlich willkommen hier zurück zu einem erneuten Fortnite. Auch vor allen Dingen ein Rettet die Welt-Video, denn darauf möchten wir uns heute vor allen Dingen nicht spekulieren, spezialisieren. So ist es. Und das ist das Ding. Wenn ihr hier neu seid, gerne Abo, Like und Glocke. Im Fortnite-Item-Shop den Code FVM. Werden wir dann auch gleich nochmal drauf eingehen. Und wie gesagt, wir legen jetzt mal los. Ja, es steht im Titel und im Thumbnail geschrieben, es ist in der Zeit eines neuen Paketes in Fortnite-EDW. Das sogenannte Toonie-Meat-Paket wird uns bald erwarten. Ja, mit dem Patch 20.40, der vor ungefähr 2 Wochen am 17.05.2022 released wurde, wurde nämlich ja, vor allen Dingen von amerikanischen Datenminern, Leakern, einiges herausgefunden. Wir haben in-game leider dazu noch nichts. Damals war das ja immer so, dass Starterpakete einige Wochen vorher hier mit diesem, ja, in der Sammlung vorhandenen Starterpaket-Tab angekündigt worden sind. Ja, weder dass die jetzt angekündigt werden, noch ist es so, dass Skins wie zum Beispiel jetzt auch das kürzliche oder das, was es jetzt gibt, Mecha-Pop-Paket hier überhaupt angekündigt werden. Davon ganz abzuraten, dass es damals, was heißt abzuraten, damals abzusehen, dass es damals Waffen gab und jetzt nicht mehr. Es ist eher auch egal, also in Fortnite-EDW, die man da auch benutzen kann. Wie dem auch sei, ist es so, dass wir quasi, und das sagte ich ja vorhin schon, am Start der Season 3 auch relativ nagen und an diesem wunderschönen Zeitpunkt das Paket rauskommt. Denn, ja, wie gesagt, es wurde vor 2 Wochen geleakt, es ist jetzt noch nichts gekommen, es war aber meistens so und darum, ja, mache ich jetzt auch vor allen Dingen das Video, weil wir halt nicht mehr viel Zeit haben und ich jetzt nochmal darüber sprechen möchte, bevor etwas passiert, weil es halt immer so war, dass zum Beispiel dieses Robo-Kevin-Paket im ja, Chapter 3 quasi, in der Season 1 direkt am Anfang gekommen ist. So am 5.12. war das. Dann hatten wir, wie gesagt, die Season 2, da hatten wir dieses Mecha-Pop-Paket bekommen. Und das ist halt jetzt immer so gewesen, dass wir zu Beginn der Season das bekommen haben. Früher war das nicht so, nur jetzt. So ist das mittlerweile die letzten Monate, die letzten Seasons immer so gewesen. Deswegen gehe ich davon aus. Und vor allen Dingen auch, weil vor kürzlicher Zeit jetzt quasi die ersten Dinge geleakt wurden. Wir wollen uns jetzt auf diese Dinge nochmal etwas mehr spezialisieren. In-game, wie schon gerade gesagt, gibt es dazu leider keine Bilder, deswegen muss ich euch mal bitten, ja, auf das Thumbnail zu schauen, wie ich vorhin schon sagte, wirklich, ja, und euch den da mal angucken. Ich kann natürlich kurz eine kleine Skin-Beschreibung machen, aber so viel wird es jetzt nicht bringen. Guckt euch den da am allerbesten mal an. Wie gesagt, ich mache die Videos über PlayStation. Also ist doof natürlich auf alle Fälle, aber gut, lässt sich nicht ändern. Also ich sagte vorhin schon Toonie, Meat Toonie. Und dieses Meat ist eher so auf dieses Fleisch hier beim Dürrburger spezialisiert. Denn dieser Skin sieht so ein klein wenig aus wie die männliche Variante von dem Skin hier. Ich versuche jetzt mal irgendwie trotz alledem einen Skin zu finden, der so ähnlich aussieht wie der in diesem Paket, wie gesagt, bald kommt. Aber das ist schwierig. Der hat auf alle Fälle solche langen Haare. Ebenfalls passend zum Dürrburger so ein gelb-blaues ja, Kostüm, so einen Pullover. Und halt so eine kleine Kette wie, ja, kann man sich vorstellen, dieser weibliche Skin, den ich gerade schon zeigte. Der hier, na? Genau, so ein bisschen auch Fortnite-Fun, ne? Diese Eigenmarken in Fortnite werden da ein bisschen repräsentiert. Es ist ja immer so, dass die Pakete irgendeinen Sinn auch mitbringen, also irgendeinen Zusammenhang mit RDW. Und der Skin sieht wirklich extrem, also es war noch nie so extrem, aus wie ein Battle Royale Skin. Also man kann fast keinen Zusammenhang mit RDW finden. Gut, auch der Skin sieht jetzt nicht so extrem RDW, obwohl es ist ja halt Lars, ne? Muss man schon bedenken. Der Skin, der jetzt rauskommt, sieht so eher, ja, sieht halt nicht so richtig RDW-technisch aus. So mit RDW, vor allen Dingen solche Skins, die halten hier Starkstrom oder so unrealistischen Sachen oder so Metall-Teddy. Na, ihr wisst, denke ich, was ich meine. So, ne? Ja, nicht irgendwie Roboter oder sowas. Das ist ja auch was, was man auf RDW beziehen kann. Oder irgendwelche Charaktere wie Lars zum Beispiel, die ja auch einen festen Bestandteil der Story haben. Der Skin hat das halt nicht, außer halt generell dieses ganze Dürrburger-Thema. Und ich denke, das ist quasi so der gefundene Zusammenhang in diesem ganzen Pack. Ja, was ist in dem Paket ebenso noch erhalten? Wie gesagt, der Skin namens Toonie. Wir haben hier auf Google die verschiedensten Bilder. Wie gesagt, offiziell ist da leider noch nichts. Falls sich hier an diesem ganzen Schinken nochmal etwas ändern sollte, werde ich euch natürlich dahingehend auf dem Laufenden halten. Wie dem auch sei, haben wir ein Backbling namens Olli Op. Das ist, wie gesagt, so ein Skateboard-Backbling an diesem Skin und auch ein Inline in Pector als Pickaxe. Also das ist quasi so der Schinken, der in diesem Bundle drin ist. Wir werden jetzt mal kurz in BR gehen, denn ich möchte euch ebenfalls mal noch was Wichtiges dazu sagen. Abo, Like, Glocke sagte ich schon. Auch gerne den Code FVM eintragen.
Falls ihr dazu Bock habt, würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Und auch meine, vor allem jetzt am Ende der Season, wie gesagt, wenn ihr euch dann was neu kauft, ne? Wichtig und richtig. So, passt auf. Wird auch ein BR dann wieder verfügbar sein. Hier kann man nämlich auch mal schön sehen, was drin ist und dergleichen. Also, wir bekommen, wie gesagt, den Skin, das Backbling und die Pike. LEW-Waffe, das ist ja fast schon logisch, dass es das nicht mehr gibt. Ihr werdet wieder die Herausforderungen bekommen. Natürlich auch generell die Vollversion von LEW. Das versteht sich schon mal von ganz allein. Aber vor allem auch diese Missionen. Na, ihr müsst dann wieder drei Sturmschildverteidigungen abschließen. 1500 V-Bucks bekommen, Röntgen-Tickets jetzt zugesehen nicht mehr. Wenn ihr euch dann LEW damit kaufen werdet, werdet ihr auch im Endeffekt keine V-Bucks, sondern nur noch Röntgen-Tickets bekommen. Die könnt ihr dann für Lamas ausgeben. Und wie gesagt, da werde ich aber dann nochmal Videos zu machen oder ihr guckt euch einfach die letzten Videos an. Wir haben auch generell viel schon zum Thema Live-Event gemacht, ne, wer sich das mal angucken möchte. Ich kann jetzt hier gerade nicht drauf gehen. Ich blende euch mal ein Bild ein, wie es groß aussieht, dieses Kollisionsding hier. Dass wir überhaupt noch einen Cut in diesem Video haben. Das ist wieder ein ganzer One-Taker. Gut, ist das wahrscheinlich dann auch so. Ist auch egal. So, genau. Wird dann wieder 15,99 kosten, gehe ich stark von aus. Und ja, wie gesagt, wird dann halt bis zum Ende der Saison 3 wahrscheinlich verfügbar sein. Ich bin mal gespannt, ob sich dann vielleicht noch was daran ändert. Es kann, wie gesagt, immer noch irgendwie passieren, dass sich an dem System was ändert, dass irgendwelche anderen Gegenstände noch drin sind oder was rausgenommen wird. Gut, die drei Skin-Sachen auf alle Fälle. Das ist auch schon fast fake, genau, wahrscheinlich. Ja, perfekt. Fake, wahrscheinlich. Fakt, dass das so kommt, wie ich es gerade gesagt habe, weil halt viele das so sagen. Und ich meine, es gibt auch einige Vertrauenswürdige, die da auf alle Fälle nicht lügen. Aber wie gesagt, wenn sich an der Zeit mal noch was ändert, wenn das doch jetzt mal eine Woche später kommt, ich gehe nicht davon aus, aber wie gesagt, na, genau. Und Bilder habt ihr auf dem Thumbnail, wie gesagt, so ein bisschen Dirtbürger ähnlich. Die Namen der Sachen hatte ich euch gelesen. Ist so ein bisschen auch, ja, wie ich schon sagte, das passt nicht so richtig zu LEW. So Inline-Skater und so Skateboarder und sowas als Backbling dazu, das ist so, ja, der Skin sieht irgendwie, wie gesagt, nicht so richtig, der hat keinen richtigen Zusammenhang mit LEW, außer dieses Dirtbürger. Ding, so vom Ding her. Und ich suche gerade immer noch, ob ich irgendwie einen Skin finde, der wenigstens so einigermaßen aussieht wie der. Es gibt so einen Pyjama-Skin, glaube ich, aber ich glaube, den habe ich nicht. Warte mal, der. Den habe ich nicht, den habe ich nicht. Er sieht so ähnlich. Na, wie Iconic möchte ich jetzt auch nicht sagen. Naja, ich habe so einen Skin, glaube ich, nicht. Auf alle Fälle so Haare wie hier, so. Ja, das ist ein komischer Zusammenhang jetzt. Vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Oder hier? Ah, die Haare sind länger. So ein bisschen oben bräunlich, dann so ein bisschen blond. Ist halt sehr verpixelt, dieses Bild. Ja, genau. Aber das ist erstmal alles dazu. Freunde, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen informieren, auch wenn es jetzt gerade noch so teils ist. Wenn wir dann irgendwie Infos bekommen, werde ich euch natürlich dementsprechend noch auf dem Laufenden halten. Das versteht sich von ganz allein. Und ja, vielleicht bekommen wir ja hier auch noch was in dem Sammlungstab. Wir werden auf alle Fälle die nächsten Tage wieder live sein. Das waren wir ja heute und auch gestern nicht. Ich bin momentan sehr viel am Fahrschule machen. Ich hoffe, dass ich das am Freitag schaffe. Wir haben jetzt hier gerade den 30. 23:32 Uhr. Ich werde mir dieses Video am Freitagabend nochmal angucken und mir hoffentlich sagen, ich habe es geschafft. Ich hoffe einfach, ich bete dafür. Ich denke, dass ich es packe. Ich hoffe es. Und ja, wie gesagt, ne? Wichtig und richtig, dass wir dann auch wieder ein bisschen mehr streamen, das ganze, genau, das ganze Prozedere vorbei ist. Wie gesagt, entschuldige mich dafür, versucht dann wenigstens solche Videos hier zu bringen, um euch generell ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Auch themenbezogen, dass wir wenigstens wieder ein bisschen, ne, RDW mit reinbringen, dass wir nicht zu wenig RDW-Abo-Craften-Streams machen, um einfach generell, ja, was heißt Abo, das ist mir halt, gut, das macht jetzt keinen Sinn, Abo-Craften-Streams zu machen. Dass wir wieder welche machen, das ist wichtig, klar, aber dass wir nicht zu viel wenig Content machen, meine ich. So, na, das ist wichtig. So ein bisschen mein Ding. Gut, ich möchte das Video jetzt nicht zu lange strecken. Wünsche euch bis zum nächsten Mal einen wunderschönen Abend oder Tag. Lasst es euch gut gehen, euer Flori, danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt, falls ihr irgendwie Fragen habt, irgendwas ist, Kommentare nutzen, in den Livestream-Chats gucken. Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, wir werden auch in den Livestreams nochmal Infos mitgeben. Wenn ihr mal irgendwas Neues, was man schnell zeigen kann, wo man vielleicht jetzt nicht ein Video drüber machen muss, geht das ja auch mal ganz schnell, ne? Und da kann man das auf alle Fälle tun. Freunde, lasst es euch gut gehen. Wie gesagt, ich habe euch lieb. Und ja, ich bin gespannt. Mal gucken, ob ich mir das kaufen werde. Ob wir das Geld in Hand nehmen. Kostenlos wird es nicht sein. Wie gesagt, ich weiß, dass es viele Fragen gibt. Haut sie in die Kommentare dazu und wir werden alles beantworten. Hoffentlich so viel, wie es geht. So, alles klar, der Flori. Tschüss, tschüss.